Moin Leute, neue Runde, neues Glück und wir fahren mal ein neues Fahrzeug, der E50. Auf geht's! Durch die Aktion letztens konnte man ja 1 Million sparen. Da habe ich ihn gerade mal geholt. Mit von der Partie ist der Harald. Kennt man ja schon aus einigen anderen Gefechten. Er hat einen voll ausgebauten E50. Ich bin ja halt noch etwas Stock. Also ich habe noch den ersten Turm. Und die beste Kanone vom Panther 2. Sieht man hier sehr schön im Vergleich. So, wir haben keine Ahnung auf der neuen Karte Küste. Deswegen heizen wir einfach mal durch die Gegend. Und kundschaften so ein bisschen aus. Vielleicht taucht die Seite ja was. Vielleicht ist es da Schrott. Wir werden es gleich sehen. So, hier oben kommt man irgendwie nicht weiter. Das ist voll Felsen. Und hier ist man natürlich wunderbar aufgedeckt. Der Amix da vorne kriegt schon wunderbar Feuer. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das hier fährt. Weil diese Kanone scheint nicht weit runter zu gehen. Das heißt, sie muss echt weit vor. Und der Panzer ist ziemlich breit. So, na, was können wir hier treffen? Ja, ich treffe irgendwie nichts. Das Schöne ist natürlich, mit der kleinen Kanone lädt er noch relativ fix nach. Aua. Was beschießt mich da? Das war vermutlich ein AMX oder so. Oder ein Jagdpanzer. Kann eigentlich nicht sein. Die Arte schießt noch nicht auf mich, das wundert mich. Jetzt geht der Harald hier wieder rein. Also die Stelle ist hier nicht so optimal für Medium. Außer man kann irgendwie durchwaschen, aber wenn die da drüben campen, ist es recht schwierig. Das war ein dicker Treffer. Hier ist kaum Buschwerk, wo man sich verstecken kann. So, was mache ich jetzt? Ja. Der Harald hängt sich irgendwo da hinten in die Büsche. Na, mal gucken, wie lange das überlebt. Und der Gegner verhält sich auch sehr, sehr defensiv hier. Hier taucht immer mal einer auf, aber so richtig angreifen tun die auch nicht. Okay, ein VK. Den kriege ich nicht. Und so weit vorfahren will ich nicht, dass ich ihn dann schießen kann. Denn da bin ich dreimal tot. So, auf der Karte kann man auf der kleinen Insel parken, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch ganz praktisch für Jagdpanzer. Da die Entfernung zur Flagge ja nicht so groß ist. So, was ist das hier? X, was hat denn der vor? Will der hier quer durch die Mitte? Kann das sein? Hier ist nicht viel Widerstand. Ja, er sieht echt danach aus. So, mal gucken. Ach, der ist schon, was ein Glück, schon tot. Aber ich fahre trotzdem mal hier runter. Hier zwischen die zwei kleinen Hügel hindurch. Vielleicht kann man hier irgendwas reißen. So, ist natürlich schön offen für die Arti. Aber ich hänge mich erstmal hier in die Seite rein in den Felsen, dass man halbwegs in Deckung. Und man kann eventuell hier rüberschießen. Ja, das kann man. Der ging nicht durch. Wie, der ging nicht durch? Der ging da voll in die Wanne unten rein. Das versteht er noch zu schön. Glatter Durchschuss. Boah, ganze 186 Schaden. Naja gut, wenigstens immer einen Schuss getroffen. So. Ich glaube generell, dass die Schwierigkeit jetzt erhöht ist. Dass man nur noch Tier 2 Panzer, also Stufen höher oder niedriger bei einem hat. Sprich so die vielen kleinen, die man mal zwischendurch wegfrühstücken konnte, die gibt es einfach nicht mehr. Wenn man jetzt mal die Scouts ausnimmt. Wirkungstreffer! Toll. So, sieht er mich auf die Entfernung? Eigentlich nicht, aber ich fahre trotzdem mal weg. Naja, er sieht mich nicht. Volltreffer! Und ich mache irgendwie 0% Hits, das freut mich. Dann war er weg. So, mach mal einfach nochmal einen Blindschuss rein, vielleicht wirkt das was. So, was haben wir denn hier vorne? T-54. IS-8 haben wir hier. Der ist aber irgendwo nicht sichtbar. So, der T-54 traut sich auch nicht raus. Und der Jagdtiger da vorne. Na, ja. Der ist erledigt. Suchen wir unser neues Ziel. Oha. Das war ja mal ein Glückstreffer. Und wenn der T-54 wieder zurückfahren sollte, dann könnte ich ihn auch treffen. So, schön in die Seite rein. Ja, komm.
traut sich nicht. Noch ist es alles relativ ausgeglichen. Keine Ahnung, ob das hier noch was wird. Okay, da hat es den Hubble zerfetzt. Hat ja auch lange durchgehalten hier. Aber wie gesagt, da oben ist halt nicht so viel Deckung. So, ja, das war... Der ging glatt durch. Ja, das war doch ein guter Treffer. So, gleich nochmal hier. Ja. Wirkungstreffer! Autsch, jetzt krieg ich wieder einen rein. Schnell mal in Deckung hier bleiben. So, jetzt ist der Löwe auch hinüber. Was haben wir denn noch großartig? Ein Jagdpanzer, der auf der Insel hängt, der jetzt aber auch zurückkommt. Ein Medium und ein Scout. Also, ja. Was ist denn das? Ah, hier. AMX 1375. So, was macht der T75? Ach, T75, natürlich. Der T54. Kommt der jetzt hier oben rum? Hier bin ich ja halbwegs noch in Deckung. Mag ich ungern rausfahren. Ah, da fährt er. Okay, der ist auch relativ langsam. Vielleicht können wir da noch was wirken. Oh, hier ist noch einer. Der hat mich jetzt bestimmt aufgeklärt. Oh, und hier steht er. So, was machen wir? Vorfahren? Ja, schwierig. Ich halte mal die Panzerung hin. Vielleicht bounce das ja. Ja, es hat geklappt. Panzerung nicht durchschlagen! Ja, verdammt. Da war ein dicker Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Wirkungstreffer. Ja, zeig mir schön deine Seite, das ist okay. So, ich bin immer noch. Ja, jetzt hat er nicht mehr wirklich viel. Na, komm her. Kette verloren, wir sind bewegungsunfähig. Und er macht wieder den Fehler. Ausgeschaltet. Warum macht er das? Warum zeigt er mir die Seite? Ja, danke, Peter. Weiter geht's. Etwas Verstärkung hier, auch wenn es zu spät ist. Jetzt habe ich ziemlich drunter leiden müssen. Und der Patton will jetzt bestimmt einfach nur noch mich als Opfer absagen. Ich will nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der hat mich getroffen eigentlich, oder? Das klang zumindest danach. Habe ich mal 0% Treffer gehabt. Noch so eine und die sind fertig. Komm, holen wir. Wunderbar. So ist recht. So, was machen wir denn jetzt hier? Der Gegner hat eigentlich schon verloren. Die haben ja nur noch zwei Schlafen. Und das genau deswegen bin ich stehen geblieben hinterm Felsen, weil die Arte natürlich auch noch guckt und man noch für ein paar Sekunden sichtbar ist. Warum schreit ein Patton rum, dass ein T110 ein Camper ist? Das ist ein TD. Schon mal gehört? Tank Destroyer, Campen, Base verteidigen, Arte verteidigen. Hat er scheinbar noch nichts von gehört. Ist scheinbar ein Tank von eBay, der keinen Plan hat. Aber Hauptsache mal rumheulen. So, was machen wir hier? Der Tiger hat einen KV4 gepawnt, das ist gut. Das heißt, das dürfte jetzt eigentlich nur ein Königstiger sein. Ja, genau. Und da vorne fährt er auch schon. Jetzt hängt es hier irgendwie. Jetzt geht's weiter. Können wir da irgendwas reißen? Der Busch bietet mir so ein bisschen Tarnung. Ja, irgendwas war da. Ja, das ist so gerade der Felsen im Weg. Na, da bauen sich nur. Das ist zu schräg. Boah, 900. Ja, komm vor. Das wäre perfekt. Erwischt! Der eine Millimeter und es hat mal gereicht. Das ist halt das Schöne an den deutschen Panzern, ne? Die Entfernung sind die trotzdem sehr genau. Wenn sie den mal treffen. So. Gut, ja, das ist jetzt kein Problem. Das macht der T-54 noch platt. Der T-110 bewegt sich auch so ein bisschen. So. Ach, die stehen sogar noch auf einem Haufen. Ja, schönes Futter für ihn. Ich versuche mal hier mit meinen 24 km/h hinterher zu dackeln. Ja, was machen die da vorne? Gut, GWT hat schon mal einen Lecke gefetzt. Die T34 müssen wir ja noch jetzt auch mal lange bitte platzen. Oder steht er irgendwo in Deckung? Boah, 4 Lebenspunkte. Boah, und der hat den noch getroffen. So, schaffen wir das jetzt? Ja, das, wenn er so fährt, das ist gut. Ja,
das macht er recht. Den haben wir fertig gemacht. Machen wir doch einfach mal einen Blindschuss rein. So langsam wie der fährt, sollte das getroffen haben. Und es hat getroffen. Sehr schön. Gut, so sieht die Küste aus, zumindest von der oberen Hälfte. Von der nördlichen Seite aus. Und dann hoffe ich mal, dass die anderen Karten genauso schön sind. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.